Meine tägliche Routine während der Corona-Homeoffice-Zeit. Nachdem die Firma flexible Homeoffice-Regelung umgesetzt hat, mache ich seit fast 2 Monaten jeden Tag Homeoffice. Früher habe ich immer zu Hause gefrühstückt, bevor ich in die Arbeit gehe. Obwohl manche Kollegen oder sogar alle außer mir bei der Arbeit gefrühstückt haben. Ich kann einfach nicht mit leerem Magen das Haus verlassen. Duschen und Waschen kommen natürlich auch vor der Arbeit. Einer der Vorteile von Homeoffice ist, dass ich mich zur Mittagspause duschen kann. Ich fühle mich besser, als früh morgens oder spät abends zu duschen. Ich kann zur Mittagspause auch einen kleinen Spaziergang machen. Sprich, ich kann die Mittagspause sehr flexibel und frei verwenden. Beim Pendeln habe ich in der U-Bahn Bücher gelesen, und zwar die E-Books auf Koreanisch. Im Büro gab es immer Musik für die gute Laune. Ab und zu, wenn wir schon mit unserer Arbeit durch sind, meistens freitags, haben wir früher Feierabend gemacht. Jetzt fange ich die Arbeit früh an und esse während der Arbeit vor dem Computer Frühstück. Es spart Zeit. Durch diese Krise, da ich keine Zeit wegen dem Pendeln verliere, verliere ich auch die Zeit zum Lesen. Was mir auch wirklich fehlt, ist die Konversationen auf Deutsch, die meine deutsche Kollegen geführt haben. Als Ersatz für die Lesezeit, die Büromusik und die deutsche Gespräche höre ich während der Arbeit Podcast auf Deutsch. Ich versuche es auch, mir immer die Serien oder die Filme mit deutschem Untertitel anzuschauen. Dadurch könnte ich meinen Kontakt zur deutschen Sprache aufrechterhalten, wünsche ich mir. Ah, der Deutschkurs und Englischkurs von der Firma laufen noch. Also habe ich Online-Kurse. Der Firmendeutschkurs ist zwar kurz, aber hilft mir sicher. Außerdem kann ich mit anderen ausländischen Kollegen ein bisschen quatschen und den Kontakt halten. Englisch verwende ich nicht so oft, ehrlich gesagt, nur wenn ich mit französischen oder polnischen Kollegen kommuniziere. Trotzdem lerne ich Englisch weiter, da ich immer häufiger bemerke, dass ich zwischen Deutsch und Englisch verwirrt bin und ein paar Sachen vermische. Das bedeutet aber nicht, dass mein Deutsch schon besser als mein Englisch ist. Ich habe halt nur mit meinem Sprachenwirrwarr in meinem Kopf zu kämpfen. Ein weiterer Unterschied ist, dass ich zurzeit mehr erreichbar als früher bin, weil mein Firmenlaptop immer bei mir bleibt und mein Bürotelefon auf mein Handy umgeleitet wird. Theoretisch könnte ich den Laptop immer einschalten und den Anruf entgegennehmen, sogar nach der Arbeitszeit, aber ich mache es nicht. Derzeit gilt die Sonderregelung bis Ende Mai, aber man weiß nicht, wie lange diese Situation gehen wird. Daher ist es für alle wichtig, die Arbeitsbelastung gut auszugleichen, bessere Work-Life-Balance zu erhalten und vor allem geistig und körperlich gesund zu bleiben.